So, das haben wir alles. Auflieger ist auch dran. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wir haben Montagmorgen. Warum Montag? Ich war doch am Donnerstag hier. Ganz einfach. Die Einweisung für dieses Gerät hier hat ein bisschen länger gedauert. Dafür weiß ich jetzt, wo alles ist und wie alles funktioniert. Los. So. Dementsprechend können wir uns jetzt auch auf den Weg machen. Ich sollte die Bremse vielleicht auch lösen und nicht anziehen. So, jetzt heißt es erstmal nach Dresden fahren. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Mal gucken, dass wir hier vernünftig rumkommen. Demnächst rechts abbiegen. Ja, heute wird sowieso noch ein interessanter Tag. Biege nach rechts ab. Weil wenn ich in Dresden ankomme, heißt es diesen Auflieger abstellen. Immer geradeaus. Und dann kriege ich meinen festen Auflieger für diesen LKW. Du bleibst doch stehen. Jetzt ist mir das Herz aber kurzfristig mal in die Hose gerutscht. Wo wir gerade bei der roten Ampel sind. Da gab es auch schon Post. 90 Euro und ein Punkt. Das Abschiedsbild hätte ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Darum müssen wir jetzt mal aufpassen, dass wir hier uns jetzt vernünftig verhalten und nicht irgendwelche roten Ampeln überfahren. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ich hab's gewusst mit der Ampel. Wir hatten ja am Donnerstag hier die Übergabe von dem LKW. Und derjenige, der mir halt alles erklärt hat, sagte dann, ob es passen würde, dass wir das am Freitag machen. So war es dann auch. Er hat mir dann am Freitag wirklich alles genau erklärt, wie was hier funktioniert. Darum weiß ich jetzt auch, wie ich was am Bordcomputer einstellen kann, dass es mir dann auch wirklich alles vernünftig angezeigt wird. Fahr
und ich jetzt auch weiß, wo welcher Schalter sitzt, für was der Schalter ist. Und das ist auch schon mal gut so, weil dann muss ich jetzt nicht mehr großartig noch ins Handbuch hier reingucken. Und kann ganz gemütlich dahin gleiten. Und es ist so schön, hier in dem DAF zu sitzen. Und ja, ich sehe es, aber wir sind wieder getreu dem Motto, wer Ruckler findet, darf sie behalten. Ich habe keine Ahnung, warum er das jetzt wieder macht. Aber wie gesagt, wer sie findet, darf sie behalten. Und es ist wirklich Wahnsinn, was ich mich hier alles in dem LKW anzeigen lassen kann. Ob es jetzt ist, wie lange ich schon unterwegs bin oder auch wie lange ich noch fahren muss, bis ich beim Ziel bin. Also das macht wirklich schon sehr viel Spaß. Lässt du mich rein? Natürlich nicht. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts. Muss hier eh rechts, okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Und ja, ich weiß, ich wollte nicht drüber reden, aber es ist wirklich ein Phänomen. Ich fahre, es ist jetzt so wie jetzt, dass es in gewissen Abständen immer kurz ruckt. Und dann fahre ich am nächsten Tag, habe nichts verändert und das Spiel läuft flüssig. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe auch schon einiges ausprobiert. Wir werden es nie herausfinden. Wir müssen jetzt aber halt damit mal kurz leben. Ja, und der geneigte Zuschauer wird ja schon gesehen haben, dass im Intro der neue Auflieger zu sehen war. Aber ich zeige ihn euch dann trotzdem gleich noch. Weil da freue ich mich nämlich schon drauf. Vor allen Dingen kann ich dann in Dresden auch noch einiges hier die Ausfahrt rechts noch reinsetzen, was ich noch nicht geschafft habe. Unter anderem noch die anderen Mautgeräte. Demnächst links abbiegen. Links ab.
gut, die Ampel war uns sogar gnädig. Und diese dafür nicht mehr. Ich muss auch sagen, ich fühle mich in diesem LKW wirklich gleich wie zu Hause. Vor allen Dingen hast du hier drin auch Platz ohne Ende. So kann man dann auch mal schön eine längere Tour fahren. Ich bin sowieso gespannt, wo es dann so als erstes hingeht. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Vor allen Dingen das Schöne ist ja auch, dass ich dann wieder einen kompletten Zug habe, der farblich auch schön zusammenpasst. Und es ist diesmal keine Plane. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Auf den Papieren steht, ich soll ihn gleich hier abstellen. Dann tun wir das doch mal. Dann wollen wir doch mal. Das sollte eigentlich reichen. So, dann einmal raus hier. Und dann werde ich das Ding hier mal absatteln und dann werde ich rüberfahren zur Werkstatt, wo auch der neue Auflieger steht. Und dort sehen wir uns dann wieder. Ich werde dann hier erstmal anfangen, aber erstmal muss ich noch meine Handschuhe holen. Also bis gleich. Ja, also ich danke euch auf jeden Fall für die ganzen Sachen. Ja, haben wir ja alles noch schnell hingekriegt und ja, auf jeden Fall herzlichen Dank dafür. Okay, ja, ich muss jetzt dann aber auch mal los, ne? Okay. Und da seht ihr das Schnuckel. Chin. Ja, Schnuckelchen vor allen Dingen. Das gute Stück. Ein wunderschöner Auflieger. Kein Kühler, sondern isolierter. Mit ein paar Lichtern dran. Aber
Nicht lang schnacken, wir müssen zum Laden fahren. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Und ihr seht, ich habe jetzt schon so ein bisschen hier drinne das wohnlicher gemacht. Damit wir dann auch vernünftig loslegen können. Ist auch schon gleich geschafft, weil der Kunde zum Laden ist hier direkt um die Ecke. Und ich weiß, dass ich hier gleich an die Rampe ranfahren darf. Dann tun wir das doch auch gleich mal. So, dann wollen wir mal. So. Dann machen wir die Kiste mal aus. Einmal raus aus dem guten Stück. Und da wollen wir uns mal anmelden. Aber es sieht ja nicht schön aus. Also ich bin immer noch begeistert. Ja, ist neu. Genau. Jo. Aber nicht lang schnacken, sondern wir wollen zusehen, dass wir geladen werden. Und ihr seht's, bisschen Blinky Blinky ist dran, aber nicht so viel. Aber ich werde das jetzt mal hier alles klar machen zum Laden und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, Türen sind wieder zu. Und wir können uns auf den Weg machen. Bei bestem Wetter. Oh, den können wir ausmachen. Licht machen wir mal an. Biege nach rechts ab. Ja, das passt. Immer geradeaus. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Erfurt. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht die Megastrecke. Das ist jetzt halt unser erster Auftrag. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wie es dann aus Erfurt weitergeht, kann ich euch auch sagen. Wir werden beim Kunden abladen. Dann werde ich zu unserem Stützpunkt fahren. Wird da noch ein bisschen Papierkram erledigen. Und dann geht's morgen auf die erste größere Fahrt. Also heute fangen wir quasi noch ein bisschen mit der Light-Version an.
aber ab morgen beginnt dann wieder der Ernst des Lebens. Das ist so ein angenehmes Fahren in diesem Teil. Man könnte fast behaupten, einmal DAF, immer DAF. Biege nach rechts ab. Aber Marian, du kannst dir sicher sein, diesen LKW gebe ich so schnell nicht wieder her. Und ich will auch so schnell keinen neuen haben. Ich weiß, ich würde auch keinen mehr bekommen. Aber mit diesem Ding werde ich jetzt definitiv Kilometer schrubben. Was ich ja auch sonst schon immer getan habe. Aber jetzt noch mit einem noch breiteren Grinsen im Gesicht. Und ich weiß, ihr kennt sonst die LKWs von der East North oder von der MBT. Da war ja eigentlich immer aufgrund des Krankheitsbild vom Chef immer irgendwie tuningmäßig was dran. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe jetzt aktuell auch wirklich kein Problem damit, den LKW so zu fahren. Weil es ist einfach ein formschönes Arbeitsgerät. Und mit der ganzen Technik hier drinne, es macht einfach Spaß. Auch wenn es da einige gibt, die vielleicht jetzt sagen, ja, aber die Spiegel, was ist, wenn die Elektronik ausfällt? Aber mal ganz ehrlich, die ganze Technik ist jetzt schon eine ganze Weile auf dem Markt. Und wie oft Bitte kommt es links halten. vor, hören Sie zu, wie oft kommt es vor, dass euer Computermonitor ausfällt? Oder euer Tablet-Monitor, dass der ausfällt? Klar, es kann immer mal vorkommen. Aber der ganzen Technik jetzt von Haus aus negativ eingestellt zu sein. Das ist auch nicht der schlauste Weg. Und wenn hier halt mal die Elektronik versagt, ja, dann muss ich halt beim 24-Stunden-Dienst anrufen. Die kommen vorbei, brezeln mir hier normale Spiegel dran, damit ich in die Werkstatt fahren kann. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass ich jetzt in der nächsten Zeit einen Spiegelausfall haben werde, beziehungsweise einen Elektronikausfall. Sondern einfach dieses wunderschöne Arbeitsgerät genießen kann. Bitte links halten.
Ja, und auch, dass dieser LKW jetzt halt mal vom Erscheinungsbild her eher schlicht gehalten ist. Das Ding ist grau, da ist die Firmenanschrift drauf und das war es. Keine Airbrush oder sonst irgendwas. Weil ich finde, zu diesem LKW passt so ein aufgebrezeltes Dasein irgendwie nicht so. Darum, ich freue mich, dass ich ihn fahren kann. Und klar werde ich irgendwie hier auch nochmal was dran machen. Das wird halt nicht ausbleiben, aber es wird halt kein Showtruck in dem Sinne, sondern ein optisch ansprechendes Kfz. Und ja, ich weiß, es gibt schon diverse Tuning-Mods für diesen LKW. Zieh vorbei und siehst doch, dass ich blinke. Ich bin ja gespannt, was sie gleich beim Kunden sagen. Weil da war ich beim letzten Mal erst noch mit dem Renault gewesen. Jetzt komme ich schon wieder mit dem neuen LKW. Ja, ich bin sehr ruhig, weil ich einfach nur ein breites Grinsen im Gesicht habe und mich freue wie ein Honigkuchenpferd. Ich weiß, ich habe auch beim Renault gesagt, das ist mein absoluter Traum-LKW. Aber diese drei Buchstaben auf dem Lenkrad sorgen halt für ein breiteres Grinsen. Und dass ich mich mal so in diese Marke verliebe, das hätte ich auch nicht gedacht. Erfurt, da haben wir es doch schon. Und dann haben wir die ersten paar Kilometerchen heute schon gemacht. 380, um genau zu sein.
schön umsichtig fahren. Vor allen Dingen schaltet der auch so schön. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Und die Ampel ist sogar nett zu uns. Das ist ja. Ich bin ja schon ganz verhöhnt durch die Ampeln hier. Und ihr seht, unser Kunde ist mal wieder IKEA. Biege nach links ab. Und da könnt ihr euch auch dran gewöhnen. IKEA werdet ihr jetzt doch das ein oder andere Mal öfter hier sehen. Wir werden jetzt keinen. Ja, was wird das jetzt hier mit euch? Das wird jetzt hier kein Linienverkehr für IKEA, aber wir haben halt immer wieder mal IKEA als Start- oder Endkunden mit dabei. Mal gucken, ob der Kollege da ist, der beim letzten Mal da war. Wir sind fertig. Servus. Ja, genau, ich bin's wieder. Ja, ich weiß, letztes Mal war ich noch mit dem Renault hier. Aber den hier wirst du jetzt öfter sehen. Wie es dazu kam? Oh, du, lange Geschichte, erzähle ich dir gleich. Aber erstmal will ich abladen hier. Okay, jo. Dann stelle ich mich da mal ran und dann komme ich nochmal zu dir und dann können wir noch kurz ein bisschen quatschen, okay? Alles klar. Ja, dann wollen wir mal an die Rampe ran, aber erstmal machen wir uns das Ganze ein bisschen einfacher. Und jetzt
Einmal andocken, bitte. So. Dann wollen wir ihn mal fragen. Bist du jetzt dafür zuständig oder machen das andere? Okay, dann gehe ich da mal eben rein und kläre das. Alles klar. Dann werde ich mal eben ins Büro tigern. Mit diesem Blick verabschiede ich euch dann erstmal, weil jetzt passiert hier nichts mehr wirklich Aufregendes. Ich werde hier jetzt abladen. Dann fahre ich in unsere Firmenbase hier in Erfurt und von da aus geht es dann morgen weiter. Also nichts Wildes mehr. Mit den Kollegen will ich auch noch kurz ein bisschen quatschen. Also ich bedanke mich fürs... Autsch. Ah. Blöde Kiste. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische, wenn wir dann wieder unterwegs sind mit diesem schönen Gerät. Also bis dahin, tschüss.